Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Fall in Love Video. Heute gibt es endlich mal wieder ein Frisurenvideo. Und ja, ihr habt das richtig im Titel gelesen, da steht für Anfänger. Das bedeutet, im Prinzip hat keiner von euch eine Ausrede oder kaum einer von euch eine Ausrede, es nicht wenigstens zu probieren. Okay? Ich habe mit Absicht kein kompliziertes Flechten oder so drin. Das bedeutet, im Prinzip sind die einzigen Skills, die ihr braucht, Haare kämmen wäre vielleicht nicht schlecht, Haardingser binden und einen normalen dreisträngigen Zopf, aber ohne irgendwie was dazu zu nehmen. Also, ihr schafft das, okay? Ich hoffe, ihr hasst mich nicht, falls ihr es doch nicht irgendwie einfach findet, aber we can do it. Ich freue mich auch sehr auf eure Bilder, die ihr mir dann natürlich schicken könnt, wenn ihr etwas davon nachmacht und let's go! Viel Spaß mit den Frisuren! Wir beginnen direkt mit einem der coolsten Frisurentricks heute. Wow, hier sind Haare dran. Diese Frisur könnt ihr vor allem auch machen, wenn ihr etwas kürzere Haare habt. Also mit kurz meine ich so, ihr könnt euch safe sogar mit einem Bob diese Haare machen. Was ihr dafür braucht, ist ein Haargummi. Gerne auch diese kleinen transparenten einfach. Und eine dieser Haarspangen, diese Haarclips. Bei der Haarclip-Wahl kommt es ein kleines bisschen auf eure Haarlänge und Dicke an. Ich brauche für meine Haare so einen mittelgroßen Clip. Wenn ihr sehr kurze, feine Haare habt, dann vielleicht sogar einen ganz kleinen. Ihr teilt euch aber auf jeden Fall eine kleine Partie hier am Oberkopf ab. Da könnt ihr einfach mit euren Daumen lang gehen und die Partie auswählen. Kopfüber ist am einfachsten. Und wir machen jetzt hier einen Haargummi rein. Der Haargummi ist übrigens optional, aber ich finde, das hilft auf jeden Fall gerade am Anfang sehr, weil die Haare dann nicht einfach wegfliegen. Dann schnappen wir uns den Clip unserer Wahl und halten den von vorne geöffnet an den Haargummi dran. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt hier oben. Einfach drüber halten, aber noch nicht schließen und dann einmal drum wickeln. Ich halte hier immer noch offen. Ihr könnt euch hier ein bisschen mit dem Zeigefinger helfen und im Prinzip einmal eine kleine Schlaufe bilden und schließen. Ha, das ist auch schon der ganze Trick. Und dann zieht man das einfach nur runter und hat einfach einen mega schönen Top-Bun. Meiner hier war jetzt ein kleines bisschen locker, weil ich das so langsam gemacht habe, aber das geht ganz schnell. Schlaufe machen, am besten ein bisschen festziehen, klipsen, ja, jetzt besser, und auffächern. Für noch ein bisschen mehr Safety könnt ihr auch noch hier zwei Spangen dran machen. Tatsächlich hält er aber auch ziemlich gut ohne. Und ihr habt die Haare aus dem Gesicht. Das sieht irgendwie sehr viel mehr fancy aus, als es eigentlich ist. Also noch einmal. Tada! Das ist auch eine super Basis für einen weiteren Zopf übrigens. Für einen Dutt zum Beispiel, wenn ihr den dann drum machen möchtet. Die nächste Frisur ist eine Hut- und Mützenfrisur, also perfekt für den Herbst. Ich habe hier mal zwei Exemplare mitgebracht. Könnt ihr natürlich auch ohne tragen, ist es einfach nur ein sehr, sehr fluffiger Dutt. Gerade wenn man, wie ich, nämlich grundsätzlich eigentlich glatte Haare und eigentlich gar kein Volumen hat, ist das vielleicht ein cooler Trick, den ihr mal ausprobieren könnt. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Haargummi. Ich habe jetzt hier einen dicken genommen. Scheitel ziehen. Ihr könnt ihn auch einfach ganz normal hinten in der Mitte tragen. Ich mache den jetzt bewusst ein bisschen seitlich. Dann guckt er nämlich auch von vorne hinter dem Hut hervor. If you know what I mean. Scheitel und Haare zusammenfassen. Wir machen hier uns jetzt einfach einen relativ normalen Pferdeschwanz. Aber beim letzten Mal durchziehen machen wir eine Sache anders. Das ist der letzte. Viel strenger brauche ich es nicht. Und ihr zieht nicht ganz durch, sondern ihr lasst eine kleine Schlaufe mit den Haaren nach oben. Und das mache ich, indem ich ganz bewusst nach oben ziehe, während ich hier unten ziehe. Macht die Schlaufe nicht zu groß, gerade wenn ihr vielleicht ein bisschen kürzere Haare habt. Pretty. Ihr könnt die Schlaufe auch oben haben, aber ich finde, so ist es ein bisschen besser. Diese Haare hier nehmen wir jetzt und gehen von oben
nochmal durch den gleichen Haargummi hier durch. Ich finde, es hilft ein bisschen, wenn man die ganz leicht eindreht, dann hauen die nicht ab. Eindrehen und durchstecken. Ich hole mir hier mit dem Zeigefinger einfach alle Haare so durch, wie so ein Haken. Und dann könnt ihr die obere Seite einmal aufziehen und die untere auch. Wenn ihr noch Haare habt, ansonsten passt ein bisschen auf mit dem Aufziehen. Aber im Prinzip ist das schon die ganze Basis von dem super fluffigen Dutt. Da gucken jetzt hier noch so ein paar kleine Strähnen raus, aber ehrlich gesagt finde ich das sogar ziemlich cool. Das macht es ein bisschen lockerer, ein bisschen mehr messy. Und ihr könnt, wenn ihr möchtet, Bobbypins benutzen, aber das ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber ihr könnt auch einfach diese Beißer nehmen und das auch nochmal hier fest beißen. Hält aber auch so. Das sieht vor allem so aus, als hätte man voll das aufwendige Duttkissen drunter oder so. Und wenn man da jetzt noch einen Hut drüber zieht oder eine Mütze, how cute is this? Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Und wie lange hat es jetzt gedauert? Nicht lange. Mit diesem Hut sieht es irgendwie alles so expensive aus, als würde ich mir jetzt ein Polo-Rennen angucken oder ein Polospiel oder ein Pferderennen oder sowas. So fühle ich mich gerade mit diesem Hut. Casual wäre so. Now that's cute. Die nächste Frisur wird ein kleines bisschen mehr challenging, aber dafür ist es eine wunderschöne, vielleicht auch etwas schickere Frisur. Dennoch ist sie ziemlich einfach, finde ich. Wir machen uns einen Mittelscheitel und machen uns erstmal hinten in der Mitte zwei Zöpfchen. Direkt wie 5 Jahre alt. Aber die Zöpfe flechten wir jetzt einmal dreisträngig runter. Ihr müsst, wie gesagt, nichts dazu nehmen. Und dann befestige ich das mit einem kleinen durchsichtigen Haargummi. Das geht relativ easy, wenn ihr einfach den Kopf dreht. Mein Tipp, wenn ihr die Strähnen gleich groß kriegen möchtet, dann macht einfach ein Peace-Zeichen und geht einmal mitten rein und dann sind die relativ gleich groß. Der nächste Schritt ist optional, falls ihr es nicht kompliziert haben möchtet, lass es sein. Ich habe extra ein kleines bisschen mehr Platz hier unten gelassen, denn ich möchte die Haare ein bisschen aufziehen, damit die voluminöser werden, dann ist das Ganze später größer. Gerade wenn ihr gefeine Haare habt, ein absoluter Tipp. Dafür halte ich einfach den Haargummi fest und ziehe an der entgegengesetzten Seite, wechsel und ziehen. Und das von unten nach oben. Lasst all eure Gewalt raus an diesem Zöpfchen. Okay, don't, weil irgendwann tut's weh. Seht ihr den Unterschied? Jetzt machen wir da noch zwei Kringelchen draus und klappen das Ganze ein. Und zwar einmal nach unten hin einklappen und einmal durch eine Schlaufe von eurem Haargummi nochmal durch. Einfach, damit es kurz befestigt ist. Kommt der coole Part, okay? Jetzt stecken wir nämlich die eine Schlaufe durch die andere durch. Ich nehme jetzt mal die rechte. So. Und drehen das Ganze mit dem Daumen einmal nach innen. Also so, nach außen. Und können das hier drüber machen. Mit dem Daumen stopfe ich hier ein bisschen das Zeug rein, das hier nicht sichtbar sein soll. Und das war's auch schon. Selbst das hält schon einigermaßen. Ey, selbst das hält einfach schon ganz gut. Ihr könnt feststecken, mit was ihr möchtet. Ich habe hier einmal zwei Haarnadeln. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass das damit ziemlich gut hält. Dann sieht man es halt kurz ein bisschen, aber fände ich jetzt auch nicht weiter dramatisch. Man könnte es auch so feststecken. Ich nehme aber wie gesagt Haarnadeln und verlinke euch auch nochmal ein Video, wie ich die feststecke. Denn wenn ihr diese Technik beherrscht, you can save the world. Einmal irgendwo reinstecken. Und an der Kopfhaut so eine Hebelwirkung, also einmal Haare mitnehmen und reinschieben. Das ist auch schon der ganze Trick. Das hält schon alleine jetzt bombenfest eigentlich. Ich mache noch die andere Seite. Einmal hier rein, an der Kopfhaut entlang schieben und Haare mitnehmen.
und reinschieben. Very nice. Aber unten gucken, glaube ich, noch ein paar Spitzen raus. Ja. Okay, mit dem Rollkragenpulli sehe ich gerade ein bisschen aus wie eine Lehrerin. Lockern wir das hier noch eine Runde auf und ziehe mir hier vorne was raus, sonst halte ich es nicht aus. Und tada, das ist die fertige Frisur. Ich finde sie extrem cool. Könnte mir sie übrigens auch vorstellen, nur eben, dass man nur die Hälfte der Haare nimmt und dann zwei Zöpfe macht und so weiter. Also dann hat man quasi unten offene Haare. So als kleinen Topknot oder so. Kann man natürlich auch nach Herzensluft ein bisschen aufzupfen und lockerer machen. Das ist jetzt gerade schon relativ fest. Auch eine gute Bürofrisur vielleicht. Und die letzte Frisur ist ein eleganter Pony. Ein Ponytail. Die letzte Frisur ist ein eleganter Pferdeschwanz. Ponytail hört sich ein bisschen schöner an, muss ich zugeben. Extrem easy gemacht. Ich glaube, das ist so eine sehr schnelle Bürofrisur. Muss aber auch sagen, ich glaube, die sieht grundsätzlich ein bisschen cooler aus, wenn die Haare gewellt sind oder irgendwie strukturiert. Gerade in den Spitzen. Let's turn around. Ihr braucht zwei Haargummis. That's it. Ein normal großen, würde ich sagen, und einen kleinen. Meinen Scheitel habe ich hier jetzt schon mal gezogen. Wir nehmen jetzt nämlich mit unseren Daumen ziemlich viele Haare zusammen, bis, also fast alle, bis auf so eine kleine Partie hier unten. Da machen wir jetzt kurz den Zopf rein, den Haargummi. Das Haargummi. Oder ist es der Gummi? Eieiei, jetzt bin ich verwirrt. Schreibt's in die Kommentare. Das hier machen wir mal nicht zu fest und ziehen es ein kleines bisschen locker. So nämlich. Und machen ein Loch in die Mitte. Einfach so ein bisschen durchfummeln. Hier nämlich. Und jetzt greift ihr von unten rein mit Daumen und Zeigefinger und greift euch diesen Zopf. Einmal halten und einfach durchziehen. So, könnt ihr es auch wieder ein bisschen fester machen. Cool sieht es natürlich aus, wenn man das hier ein kleines bisschen aufzieht. Einfach hier wieder festhalten und hier ziehen. Das an sich ist ja auch schon fast eine coole Frisur, aber wir machen noch weiter. Wir nehmen jetzt nämlich die Haare, die wir nicht benutzt haben, und teilen die in zwei. Und gehen damit einmal über den ersten Zopf und machen ein Haargummi rein. Ein dünnes dieses Mal, das ist wichtig. Und jetzt kommt the magic. Ihr geht einmal hier unten rein und dreht einmal dieses Ding hier. So. Also egal wie rum, einmal um eine Hälfte sozusagen. Und tut einfach so, als wäre das hier ein Haargummi. Geht hier mit Daumen und Zeigefinger rein und nehmt den ersten Zopf und zieht das auch wieder durch. Und jetzt ziehe ich das hier unten noch ein bisschen fest. So nämlich. Und jetzt ziehen wir das Ganze noch ein kleines bisschen auf und zurecht, damit es schön aussieht. Und ich muss mir vorne meine Haare rausziehen. Ich finde, das sieht sonst einfach nicht vollständig aus. Tada! Das ist auch eine sehr schnelle Frisur, wenn ihr mich fragt. Zwei Zöpfchen machen, schwuppdiwupp, durchziehen. Fertig. Welche der Frisuren hat euch am meisten gefallen, beziehungsweise welche werdet ihr nachmachen? Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Und ihr könnt jetzt sehr gerne hier noch das letzte Fall-in-Love-Video schauen und meinen Kanal abonnieren. Hier kommt, wie gesagt, zweimal die Woche im Oktober ein Video, immer mittwochs und samstags. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder zu einem tollen neuen Herbstvideo. Bis ganz bald. Tschüss.